Liebe Community, herzlich willkommen zu dieser zweiten Spezialausgabe von Auf Augenhöhe, unsere Sendung Menschen 2020. Eine Idee, die bereits im Januar dieses Jahres entstanden ist. Da wussten wir alle noch gar nicht, was in diesem Jahr alles passieren würde, was auf uns zukommen würde, wie dieses Jahr unser aller Leben berührt und verändert. Also ich habe die Politik beobachtet, die haben gesagt 2 Wochen. Ich dachte, okay, also 2 Wochen, das hält den Staat durch, da passiert nicht viel. Wenn sie das meinen, ich habe es zwar für falsch gehalten von Anfang an, weil es einfach keine Grundlage hatte, aber gesagt, okay, 2 Wochen kann man sich mal angucken. Ja, da war ich auch noch relativ entspannt mit der Thematik. Aber ich glaube, so nach 3, 4 Wochen Mitte März ist es dann gekippt. Und mein Schlüsselmoment war einfach, als dann in Bayern die Ausgangssperren waren. Als man dann angefangen hat, Rentner vom Donauufer irgendwann bei schönem Aprilwetter in der Sonne alleine sitzend von der Polizei mit Platzverweisen zu belegen, habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Da bin ich das erste Mal auch wirklich vehement dazwischen gegangen, habe die Beamten mal gestellt. Und ab dem Punkt war mir klar, okay, die machen das nicht nur 2 Wochen, also die Politik, ja, oder das System oder wie auch immer, sondern das wird länger laufen. Und da habe ich gesagt, jetzt dagegen musst du was machen. Du hast es gelernt, ja, du hast einen Berufseid. Und du kannst nicht zugucken, wie dieses Land in eine Richtung geht, wo es nicht hingehört. Aber ich wäre nicht im Traum auf die Idee gekommen, dass das in Wirklichkeit was Politisches ist. Ich dachte, mir hat Frau Merkel leid getan. Ich dachte, sie hat falsche Informationen. Und als ich dann mitgekriegt habe, dass es derselbe Hauptdarsteller ist wie damals bei der Schweinegrippe, habe ich mir gedacht, okay, die will da nicht schon wieder auf den reinfallen. Und habe gedacht, okay, das Video, das sieht jemand, der gibt es der und dann ist die Nummer durch. So ähnlich ging Sucharit Bhakti übrigens auch. Also der hat eine ganz ähnliche Geschichte erzählt. Der dachte auch, Frau Merkel hat falsche Informationen. Wir haben dieser Frau vertraut. Ich habe das nie hinterfragt. Ich bin sowas von Mainstream, das gibt's schon gar nicht. Und also ich habe nichts hinterfragt, kein Robert-Koch-Institut, keine ständige Impfkommission, kein gar nichts, weil ich einfach gedacht habe, das sind gute Menschen, die wollen was Gutes für uns. Warum sollen die uns was Böses wollen? Ich habe die ja gewählt. Das kann ja nicht sein, dass die Leute so eine böse Absicht haben. Und das ist auch das einzige oder das größte Argument, was mir auch immer wieder entgegengebracht wird von Leuten, die das eben alles okay finden. Warum sollten die das denn tun? Warum sollten die sowas tun? Und diese Unterstellung mit der bösen Absicht ist auch was, wo ich finde, wo wir uns selber auch wieder besinnen dürfen darauf, dass auch die Leute, die bei der Mainstream-Presse arbeiten und die was schreiben von bösen Verschwörungstheoretikern und Gewalt in Leipzig und was auch immer, dass auch die das nicht machen, um irgendeine Agenda zu pushen, sondern auch, weil die das auch machen, weil sie glauben, das Richtige zu tun. Ich wollte gerne kooperieren mit meinen Klassenkameraden und natürlich geht es eigentlich darum, wer ist der Beste. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache da nicht mehr mit. Ich möchte die Welt sehen und ich möchte die Schönheit sehen und ich möchte über Philosophie sprechen und über Glück. Und da hat keiner mitgemacht an der Schule. Und dann bin ich gegangen und bin erstmal 7 Jahre auf Reisen gewesen, wo ich auch keine Sicherheit hatte. Und ich bin immer wieder an so Punkte gekommen, wo ich mich entscheiden musste, gehe ich jetzt den normalen Weg oder gehe ich den Weg, der mir viel, viel interessanter erscheint, aber ich weiß überhaupt nicht, was dabei rauskommt.